Servus Leute, ich begrüße euch heute wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Zu einem Video, was sich richtig viele von euch da draußen gewünscht haben. Und zwar habe ich letztens ein Video hochgeladen, wo ich euch mein genaues Brusttraining gezeigt habe, Freunde. Und richtig viele haben geschrieben, yo, mach bitte einen nächsten Teil bei einer anderen, beziehungsweise für eine andere Muskelgruppe. Und zwar machen wir das Ganze heute für die Schultern. Ich werde euch durch mein ganzes Schultertraining mitnehmen, zeigen, welche Übungen ich mache, wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen, worauf ich achte, Freunde, euch ein paar Tipps geben, damit ihr eure Schultern besser spürt, damit wir mehr Gains machen, Freunde. Und ja, also, ich wünsche euch viel Spaß bei einem Video. Let's fucking go! Okay, Freunde, wir starten mit der ersten Übung schon direkt rein. Ganz simpel, ganz einfach gehalten. Und zwar an der Maschine Reverse Butterfly für die hintere Schulter, Freunde. Hintere Schulter, würde ich sagen, ein Punkt, bei dem es bei den meisten hapert. Dementsprechend, Freunde, vernachlässigt eure hintere Schulter nicht und trainiert sie, Freunde. Vertraut mir. Ich habe sie eine Zeit lang vernachlässigt, deswegen bei mir auch eher ein schwächerer Teil, aber dementsprechend jetzt umso mehr ballern, Freunde. Reverse Butterfly. Wie viele Sätze machen wir? 5 Sätze. Wie viele Wiederholungen? Ich mache meistens 10 bis 15 Wiederholungen und wenn ich mehr als 15 schaffe, erhöhe ich das Gewicht, Freunde. So schaut's aus. Erste Übung. Wir starten direkt rein. Let's fucking go. Ja, ja, ja. Bevor wir zur nächsten Übung gehen, Freunde, noch ein kleiner Tipp, was die Reverse Butterfly Maschine angeht. Schaut wirklich, dass ihr hier, ich weiß jetzt von der Maschine kann man schon generell weniger falsch machen, aber was ganz, ganz wichtig ist, Freunde, schaut, dass ihr wirklich nicht beginnt, euren Nacken so übertrieben hochzunehmen oder so weiter. Ich weiß, manchmal passiert es mir wahrscheinlich selbst, dass ich meinen Nacken ein wenig hochnehme und mir somit ein bisschen helfe, sage ich jetzt mal, cheate, aber schaut wirklich, dass ihr den Nacken unten lässt und wirklich einfach nur aus der hinteren Schulter das ganze Gewicht bewegt, dementsprechend vielleicht anfangs etwas weniger Gewicht nehmen und einfach mal wirklich die Führung schön verinnerlichen und üben und lernen. Okay, Freunde, nächste Übung wäre dann was für die seitliche Schulter und zwar an der Maschine. Ich mache hier jetzt nur 3 Sätze, Freunde, weil ihr werdet sehen, nach dieser hier gibt es ja nochmal was für die seitliche Schulter. Gleich übrigens wird auch die Pump-Cover abgenommen, Freunde, aber ihr wisst Bescheid. Davor brauchen wir erstmal einen bisschen kleinen Pump hier in den seitlichen Schultern, damit wir auch schön breit ausschauen, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall, Freunde, 3 Sätze hier in der Maschine zu je 15 Wiederholungen, Freunde. Hier schaue ich wirklich mal, dass ich ordentlich Blut reinbekomme für die weiteren 4 Sätze, dann, die es dann noch für die seitliche gibt. Dazu kommen wir aber erst nach dieser Maschine, weil jetzt ist erstmal dieser hier dran. Geisteskranke Maschine, let's fucking go, 3 Sätze. 15 Wiederholungen, rein da. Übrigens, Freunde, im Training gibt es natürlich wie immer bei mir eine Portion No Way Clear. Mache ich mir immer mit einem Liter Wasser, damit wir auch unseren Körper während dem Training mit Proteins versorgen, Freunde. Ganz, ganz wichtig, wenn man ein vollständiges Aminosäureprofil hier enthalten. 10 Gramm Proteins pro Portion, also ein wirklich cooles Ding, sage ich jetzt mal einfach, um während dem Training, wie gesagt, unseren Körper zu versorgen und ja, um auch einen geilen Drink zu haben, weil ich persönlich... Ja, Wasser ist zwar cool und nice, aber ich feiere es dann trotzdem im Training so ein bisschen was mit Geschmack zu haben. Dementsprechend No Way Clear kann ich euch empfehlen, Freunde. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung mit Code Manuel. Spart ihr 10%, das heißt, gönnt euch. Und ja, ihr supportet mich auch ein wenig. Würde mich natürlich mega, mega freuen, wenn ihr meinen Code verwendet, Freunde. Und ja, checkt das Ding aus in der Videobeschreibung. Verlinkt. Ja, ja, ja. Natürlich, Freunde, bekommt doch wieder einen kleinen Tipp zu der Übung. Und zwar erstens, schaut auch hier wieder generell bei den Schulterübungen, kann man eigentlich immer sagen, schaut, dass ihr wirklich die Schultern unten lasst und nicht, damit meine ich, nicht so machen, beim Seitheben zum Beispiel, sondern unten lassen und wirklich nur aus der seitlichen Schulter arbeiten und eben nicht den Nacken mitnehmen. Ich weiß, manchmal kommt er dazu, sicherlich auch bei mir, aber das ist eben das Ziel, Freunde, dass wir es einfach üben, üben, üben und immer besser werden, Training für Training besser. Und ja, so machen wir auf jeden Fall Gains. Plus eine andere Sache, die ich auch noch sagen wollte, ich mache am Ende immer so, ihr werdet vielleicht jetzt sehen, so ja, die letzten Wiederholungen schauen jetzt nicht immer gerade am schönsten aus, weil ich da einfach nur mehr, sag ich jetzt mal, mit Schwung arbeite und auch, wie ich eigentlich gerade gesagt habe, vermeiden, Nacken mitnehme, plus halt einfach nur so Half-Raps mache. Aber ich mache das deswegen, um einfach nochmal das Maximum rauszuholen, beziehungsweise einfach nochmal ein bisschen Reiz mitzunehmen. Und ja,
noch mehr einfach einen Pump zu bekommen, beziehungsweise den Muskel einfach noch mehr zu reizen. Und wie schon vorhin kurz angekündigt, beziehungsweise angeteasert, gibt es jetzt eine weitere Übung für die seitliche Schulter. Und zwar machen wir im Prinzip, würde ich mal sagen, eigentlich dieselbe Übung, die wir jetzt gerade gemacht haben, nur ein wenig anders, und zwar mit Kurzhanteln. Diesmal nicht auf der Maschine, wie gesagt, sondern eben mit Kurzhanteln, um einfach ja eine andere, sage ich jetzt mal, Variation drinnen zu haben und um nochmal mehr die ja, seitliche Schulter zu treffen. Seitliche Schulter macht einfach so, so viel aus, was den Look angeht. Dementsprechend, Freunde, ja, ballern wir da ohne Ende, beziehungsweise fast ohne Ende, Freunde, weil regenerieren wollen wir auch noch dementsprechend. Übertreiben tun wir es dann auch nicht, aber ja, jetzt 4 Sätze Seitheben mit den Kurzhanteln, Freunde. Und hier schaue ich, dass ich 12 Wiederholungen mache, beziehungsweise höchstens 15. Also ihr seht, im Generellen, ich bewege mich eigentlich immer so zwischen 10 und 15 Wiederholungen, ist so mein Bereich, den ich für mich herausgefunden habe. Könnt ihr für euch auch mal einfach ausprobieren, wie ihr euch fühlt mit diesen Wiederholungen oder ob ihr eher so die Leute seid, die so 8 bis 12 machen. Aber ja, schaut einfach selbst, Freunde, jetzt auf jeden Fall weiter mit der dritten Schulterübung, und zwar Seitheben mit Kurzhanteln. Let's go! Alter, ich sag's euch, bei der Hitze kickt das Training mal wieder sowas von geistesgestört, 45 Grad oder so. Heilige Scheiße, und wirklich 45 Grad, also nicht nur so dahergeredet, also wirklich, das ist geistesgestört. Auf jeden Fall kommen wir jetzt auch schon zur nächsten Schulterübung, und zwar zur vorletzten. Und zwar machen wir hier jetzt 5 Sätze vordere Schulter, Freunde, zu jeweils. Ich mache bei der, schaue ich wirklich, dass ich ein bisschen schwerer gehe, auch wenn es jetzt schon die 4. Schulterübung, glaube ich, ist. Ich gehe da trotzdem nochmal wirklich all in, schaue, dass ich, wie gesagt, schwer mache. 8 bis 12 Wiederholungen bei dieser Maschine. Einfach nur eine Schulterdrückmaschine, die mega, mega cool ist, weil du drückst nicht nur gerade rauf, sondern du drückst so ein bisschen nach hinten, wie wenn du es mit einer Langhantel machen würdest. Feeling ist Baba, Freunde. Ich habe die Maschine noch nie irgendwo anders in dem Gym gesehen. Das heißt, schaut vielleicht, ob ihr so eine ähnliche habt. Einfach eine normale Hammerframe-Schulterdrückmaschine wird es auch machen, Freunde, ganz klar. Aber ja, mega, mega Ding auf jeden Fall. 5 Sätze, Freunde. 8 bis 12 Wiederholungen. Recht schwer. Let's go! Nun kommen wir zur letzten Schulterübung, beziehungsweise eigentlich ja, es gehört zu Schultern, aber ist jetzt nicht mehr wirklich, sage ich jetzt mal, vordere, mittlere oder hintere Schulter, sondern es handelt sich, Freunde, um diesen Stirnacken hier. Wir werden jetzt nochmal ordentlich schwachsballern. Hier muss ich sagen, ich variiere immer entweder, muss ich sagen, da mache ich einfach immer die, wie ich Bock drauf habe. Manchmal halt mit Kurzhanteln Schwachs und manchmal an der Maschine Schwachs. Werdet ihr gleich sehen, wie die Maschine ausschaut. Auf jeden Fall cooles Ding. Und gibt es auch, glaube ich, in den meisten Gyms. Also habe ich eigentlich schon immer, habe ich im Fit One gesehen in Deutschland, habe ich in Österreich im Intelligence Strength, im Top Gym etc. gesehen. Also gibt es wirklich in vielen, vielen Gyms. Müsst ihr einmal nur schauen. Und ja, davon ballern wir jetzt nochmal 4 Sätze, Freunde. Und dann hätten wir die Schultern plus den Nacken ordentlich zerstört. Also jetzt nochmal ein letztes Mal Gas geben. Let's go. Ein kleiner Tipp, den ich euch noch geben kann bei den Schwachs, worauf ich immer extrem, extrem achte. Ich schaue auf jeden Fall, beziehungsweise es fällt mir manchmal schwer, da viel Gewicht zu nehmen, weil auch, ja, manchmal hapert es an einer Griffkraft und ich habe keine Zughilfen. Dementsprechend schaue ich, dass ich da jetzt nicht, also nehme ich nicht übertrieben viel Gewicht, sondern nehme einfach immer ein Gewicht, klar, was schwer ist, aber was ich gut einfach unter Kontrolle habe, und halte dann oben teilweise so 3 Sekunden und presse einfach und spanne einfach wirklich meinen Nacken an, kontrahiere den richtig, richtig fett, und ich schwöre es euch, nach dem ersten Satz, der Pump wird geistesgestört sein und ihr spürt euren Nacken richtig, richtig schön und ja, bringt den einfach geistesgestört zum Wachsen. Freunde, das war's mit dem Schultertraining. Ich hoffe an der Stelle, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video konnte euch ein wenig weiterhelfen. Wenn ja, Freunde, dann lasst mir unbedingt ein Like da. Schreibt einen Kommentar vielleicht, zu welcher Muskelgruppe ihr gerne, ja,
das nächste Video sehen wollt, dann werde ich das auf jeden Fall auch machen. Und sonst, ja, lasst mir gerne eine Bewertung einfach da, wie ihr generell das Video gefunden habt, Freunde. Abonniert den Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und sonst hoffe ich einfach, dass das Video für euch nice war, dass ich es euch bis hierher angeschaut habe und dass ich euch inspirieren konnte, Freunde. Also, sonst würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, peace out!